Aber jetzt erstmal zeige ich euch mal das tragische, ich muss schon fast tragische Video sagen, ups, von Eminem. Eminem introduced Barack Obama at Kamala Harris Rally in Detroit. Also er lässt sich, also was mich halt nur verwundert ist, Eminem lässt sich als Figur oder als Puppe nutzen für so eine Dreckspolitik, für Mörder. Muss man einfach so sagen, ja. Also, weiß nicht, es tut schon ein bisschen weh, ja. Dass man sich dafür so nutzen lässt, das ist wirklich, keine Ahnung. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, mich oder PA oder einen von unseren Leuten dafür zu nutzen, dass er, keine Ahnung, Olaf Scholz irgendwo ankündigt bei einer Rede, Alter, Ticker. Geht's noch? Geht's noch? Gebt euch. Und mit was für einem Song der auch noch reinkommt. Da könnt ihr sehen, wie die Politiker, selbst in Amerika, selber gar nicht mehr viel die Meinung beeinflussen können von den Leuten, von der Öffentlichkeit. Die müssen jetzt zu solchen Stars greifen, ne? Zu Eminem und so. Die müssen, anders geht's nicht. Anders kriegen die auch die Leute nicht mehr. Versteht ihr, was ich meine? Da kannst du mal sehen, wie armselig die eigentlich sind und wie machtlos sie eigentlich sind. Gibt euch. Für Kamala Harris, das ist die Pedo-Biden-Abteilung, ne? Nur mal so als Information für die, die sagen, hä, was ist denn? Das hier ist die Joe Biden-Pedo-Abteilung, Freunde. Fürs Protokoll einmal. For a couple of important reasons. As most of you know, the city of Detroit and the whole state of Michigan mean a lot to me. Going into this election, ich mach mal Untertitel an, vielleicht können wir. Spotlight is on us more than ever, and I think it's important to use your voice. So I'm encouraging everyone. Spotlight liegt mehr auf uns denn je. Deswegen ist es wichtig, seine Stimme zu nutzen für die Pedo-Abteilung. Ich kann nicht mehr. Eminem, Alter. Bruder, Diddy hat schon ein riesen Loch gerissen in diese Hip-Hop-Vergangenheit, mit der ich aufgewachsen bin. Ja, ich sehe sie nie wieder wie früher. Jetzt kommt er auch noch und wirbt als politische Puppe für die Pedo-Abteilung. Ich kann nicht mehr. Mein Hip-Hop ist komplett am Arsch. Was ist hier los? Morgen kommt Dr. Dre und, keine Ahnung, macht einen Werbeclip mit Joe Biden oder was. Leute, ich kann nicht mehr. Komplett am Arsch. Ich bin komplett, meine ganze Vergangenheit, meine ganze kulturelle Hip-Hop-Vibes, die ich in mir habe, sind alle gerade tot. Ich kann nicht mehr. Ein Eminem, das sind so die gewesen, wo ich gedacht habe, okay, wenigstens nicht die krassesten. Jetzt kommt der mir um die Ecke. Und macht Support für die Pedo-Abteilung hier in Amerika. Ich kann nicht mehr, Alter. Das ist zu hart. Also wirklich, das ist wirklich eine Nummer zu viel. Deswegen habe ich euch gesagt, ich wundere mich nicht, wenn auf einmal morgen Cristiano Ronaldo auch bei den Diddy-Partys dabei war und in der Kritik steckt. Ich kann nicht, Leute, mein Weltbild ist sowieso komplett am Arsch. Ich muss mein Weltbild komplett neu definieren gerade. Live, wenn ihr kriegt es gerade mit. Ich kann nicht mehr. People shouldn't be afraid to express their opinions. And I don't think anyone wants an America where people are worried about retribution or what people will do if you make your opinion known. Was lauert der für eine Scheiße? Ich kann nicht mehr. Hilfe, nein. Ich will das gar nicht sehen, Alter. I think Vice President Harris supports a future for this country where he's... Boah, Bruder, das kann er nicht ernst meinen. Ich denke, dass Vizepräsidentin Kamala Harris eine Zukunft für unser Land ist. Unterstützt sie bitte. Ich frage mich nur, wie viel hat er bekommen? Wie viel
Geld hat er dafür bekommen. Ich weiß nicht, ob er das für Geld gemacht hat. Weiß ich nicht. Oder wurde er bedroht? Ich könnte mir das vielleicht nur höchstens so einreden, ja. Also mir selber einreden, er wurde bedroht. Er hatte keine Wahl. Seine Familie wurde bedroht. Sonst kann man... Und er liest da einfach irgendwas ab als Rapper, hallo? Irgendwas stimmt hier nicht. Freedoms and many others to be protected and upheld. And here to tell you much more about that, President Barack Obama. Boah, Bruder, ich könnte das niemals bringen. Ich schwöre dir, ich könnte das niemals bringen. Barack Obama hat den Friedensnobelpreis bekommen. Jetzt haltet euch fest, für die meisten Drohnenangriffe und getöteten Leuten mit Zivilisten eingeschlossen. Dafür hat er den Friedensnobelpreis bekommen. Und Eminem, den ich eigentlich immer als jemanden gesehen habe, der so gegen sowas ist, ja, wie der Song Soldier und so, macht einfach hier auf der Bühne gerade den Hof für ihn. Ich kacke ab. Ich kann nicht mehr. Das ist wirklich, das ist für mich persönlich, also wirklich für mich persönlich als Kianosch, der mit Rap aufgewachsen ist, gerade mit auch mit Eminem viel, ist einer für mich zu viel, Leute, wirklich. Ich finde das auch gar nicht lustig oder so. Ich finde das einfach nur mega traurig und das nimmt mir ein bisschen so die Hoffnung, ja, dass es noch Menschen gibt, die so wie wir ticken. Aber das ist ja schon gegen jede Moral, Alter. Zu heavy, Alter. Ich weiß, viele sagen jetzt, ey, stell dich doch nicht so an, du übertreibst. Leute, das ist mein Empfinden. Darf ich bitte mein Empfinden haben? Ich bin gerade gebrochen, ja. Ich bin gerade echt gebrochen, weil er ist einer von denen, wo ich gesagt habe, es sind Leute, die ich immer gefeiert habe, die haben mit diesem Scheiß nichts zu tun. Mit diesem ganzen Dreck, der im Umlauf ist gerade aktuell. Und genau der kommt, Alter, und macht hier Dings, Alter. Das ist wirklich sehr enttäuschend. Sehr, 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 sehr enttäuschend. Boah, wenn ich schon diese Fratzken sehe, Alter. Boah, Bruder, das ist so. Der Schauspieler, Drecksack, ehrlich. Dieses falsche Grinsen und so. Oh mein Gott. Oh, wow, wow, wow. Guck mal. Ach du Heilige. Ein Schock. Und jetzt, ne, ich bin jetzt schon schockiert. Ich denke, einige von euch auch und die fühlen, was ich hier gerade von mir gebe. Aber jetzt, Leute, jetzt kommt der Gnadenstoß. Das ist der Moment, wo du dein Essen ausspuckst, wenn du gerade am Essen bist, dein Trinken ausspuckst, wenn du gerade am Trinken bist und vom Stuhl fällst, falls du gerade sitzt. Das ist dieser Moment, wenn du Auto fährst, Gott bewahre, dass du auf einmal zack in die Leitplanke fährst. Das ist dieser Moment. Ich habe mies recherchiert. Das ist dieser Moment, wo alles kaputt geht. Genau, sie applaudieren für Barack Obama lauter als für Eminem. Ganz ist klar. Junge Leute hier, Teenies applaudieren für Barack Obama lauter und länger als für Eminem, ist klar. In Detroit auch noch, ist klar. Und es hört gar nicht mehr auf, so by the way. Jetzt sterben wir. An alle Hip-Hop-Dudes, an alle Hip-Hop-Fans, an alle, die so ein bisschen diese Hip-Hop-Kultur in sich haben, rest in peace, es war nett mit euch. Jetzt.
Bruder, ich lebe in einer falschen Welt. Ich schwöre, ich lebe in einem Paralleluniversum oder so. Er rappt einfach von Dings, von Lose Yourself. Ich kann nicht mehr. Okay. Vorbei. Nee, das ist zu viel, Leute, ehrlich. Für die, die nicht gecheckt haben, er hat gerade ein paar Zeilen von Eminems Song Lose Yourself gerappt. Um hier die Show nochmal richtig einzuheizen. Also die haben richtig Eminem auseinandergenommen. Ich kann diesen Song nie wieder anhören. Wie einfach man Menschen manipulieren kann, ne? Sag mal ehrlich, Alter. Alter. Sorry, das ist für mich zu viel. Keine Ahnung, was ich denken soll gerade, ne? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, Freunde, ich habe keine Ahnung. Ist schon ein bisschen... Das verstehen, glaube ich, nur Leute, die so ein bisschen Hip-Hop-Kultur in sich haben, ein bisschen Hip-Hop-mäßig. Ja, so ein bisschen. Die fühlen, was ich hier meine. Eminem ist für mich eine Figur gewesen, gerade für Rap, die ich auch wirklich sehr respektiert habe und auch von dem, was er so redet, wie was er von sich gibt, zu was er steht und so. Aber das, Alter. Das geht gar nicht, Bro. Guck, ich merke schon ein paar Hip-Hop-Herzen bluten hier. Man rappt gegen Politik und Politiker, um irgendwann mit denen auf der Bühne zu stehen. Genau das meine ich, Bruder. Genau das meine ich doch. Alleine der Song Soldier. Und am Ende wird er eingekauft. Also ich kann mir das nur so erklären, dass er vielleicht erpresst worden ist oder es machen musste. Anders kann ich mir das gar nicht erklären. Ich glaube nicht, dass er freiwillig sich dazu hat bewegen lassen. Irgendwas ist da faul, ja. Er kriegt bestimmt auch Shitstorm dafür ab, glaube ich. Nicht jeder wird ihn dazu jubeln, weil es auch sehr viele Menschen in Amerika gibt, die so ein bisschen freier denken. Also entweder hat er eine Summe bekommen, die er nicht ausschlagen konnte, so viel zum Thema, jeder hat seinen Preis, oder er wurde halt unter Druck gesetzt oder so. Ich glaube nicht, dass er es freiwillig gemacht hat. Er ist kein Fan von dem Scheiß. Ich würde niemals auf die Idee kommen, auf irgendeiner Bühne auf einmal, was weiß ich, einen Olaf Scholz oder einen Karl Lauterbach oder so. Bruder, woher denn? So stellt nur so als Beispiel, so, ne? Klar, in einem viel kleineren Ausmaß. Aber ich rapp doch nicht 10, 15 Jahre gegen diese Drecksregierung und mache da richtig Kritik, um am Ende da zu stehen und den ganzen, Bruder, ich verkauf doch komplett alles, wofür ich stehe. In einer Sekunde. Alles, wofür ich stand, jeder Song, den ich stehe, jede Televisionreihe von mir, alles für Müll. Jedes Szenarioalbum für Müll. Meine gesamte Haltung ist sofort im Müll. Jeder, der mich geliebt, respektiert und geehrt hat, dafür Müll. Alles in einen Mülleimer geworfen. Das könnte ich niemals bringen. Auch nicht für Geld, nein. Ich weiß, jeder hat seinen Preis, ja, wenn die mit 10 Millionen, nein. Das ist etwas Magisches, das darf niemand anfassen. Das ist etwas, da hat der Finger keine Finger krumm zu machen, der Teufel. Sif Nays sagt, ich glaube, Eminem hat Lose Yourself zu ernst genommen. Er hat sich selber verloren. Nimmt meine Jugend und Kindheit, ich brauche sie nicht mehr. Ja, das meine ich, Bruder, das macht was mit einem, weißt du? Gerade Leute, die damit aufgewachsen sind. Ich sage euch ehrlich, der Song Lose Yourself hat mir persönlich in meiner Teenagerzeit, das war genau zu der Zeit, wo ich sehr viel die Schule geschwänzt habe. Ich habe sehr viel blau gemacht, hatte meinen Discman und hab dann einfach diese Musik gepumpt und die hat mir sehr geholfen. Die hat mir sehr viel Kraft gegeben, hat mir das Gefühl gegeben, nicht alleine zu sein, gegen alle alleine kämpfen zu können, ja, bei meiner Meinung zu bleiben und mich und nicht einzuknicken, weißt du? Gerade solche Songs. Und wenn ich dann das sehe, dann reißt es was in mir auf. Ich bin nur ehrlich. Vielleicht habe ich selber zu viel hineininterpretiert, ja. Vielleicht habe ich jemanden wie Eminem anders gesehen, als ich dachte. Ist ja alles gut. Es hat nur mich so ein bisschen verwirrt gerade. Mhm.
Einige fühlen, was ich meine, einige vielleicht nicht. Aber ist ja auch gut. Was schreibst du? Der größte Streamer der Welt auf Twitch wurde mehrfach vom Secret Service belästigt, dass er einen Stream mit Kamala Harris machen soll. Jetzt echt? Hat er das dann gemacht? Weißt du, das sind Sachen, die hat man sich selber aufgebaut. Und dann gibt man die einfach her, um jemandem eine Bühne zu geben. Und wen auch noch, Alter. Manuela sagt, ihr glaubt doch nicht, dass er das entscheiden konnte. Deswegen meine ich, das Einzige, wie ich mir das erklären kann, ist, er wurde unter Druck gesetzt. Er hat das nicht einfach so gemacht, weil er von Obama oder von Kamala Harris oder so überzeugt ist. Sondern er wurde vielleicht wirklich, ja, so, er hat einen Befehl bekommen. Weißt du, wie ich meine? So, er hat einfach einen Befehl bekommen. Keine Ahnung. Anders kann ich, ja, vielleicht unter Druck gesetzt. Oder er hat eine riesen Summe Kohle bekommen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, egal, Leute, es ist nur ein Ding gewesen, wollte ich euch zeigen. Hat mich ein bisschen mitgenommen. Persönlich, also auf persönlicher Ebene. Da war schon nicht ohne. Ich glaube, diese ganzen Figuren, die in der Öffentlichkeit gepusht werden. Ich glaube, jemand, der wirklich was bewegen will auf der Welt, der wirklich was positiv verändern will, der wirklich für Waffenstillstand einsteht, der wirklich dafür sorgt, dass Kriege beendet werden, ihr müsst auch überlegen, das bedeutet gleichzeitig, dass er gegen die Rüstungsindustrien arbeitet. Die machen dann kein Geld mehr und das lassen die niemals zu. Die wollen ja verdienen. Ich bin schon ein kleiner Hacker. Wenn da wirklich jemand kommt und für Frieden sorgt, das wird niemals zugelassen, alleine von diesen Konzernen und so nicht. Hadouken, ich küsse dein Herz, Bruder. Was? Er hat kein Treffen gemacht und auch ein abgelehnt, stark. Also dieser Kai Jenner, wenn das wirklich wahr ist, dann ist das natürlich sehr, sehr stark. Als größter Streamer Nein zu sagen zu so einer Veranstaltung ist schon stark. Sowas respektiere ich einfach. Ja. Und ich sag euch, jemand, der wirklich was bewegen will auf dieser Erde, in der Politik, gerade in so kriegerischen Zeiten, der wird, glaube ich, von allen Seiten bekämpft, ne? Gerade von diesen ganzen Industrien, die ja sowas fördern und supporten. Zu wild, einfach zu wild. Was sagst du, der Letzte, der wirklich versucht hat, was zu bewegen und zu ändern, war Kennedy. Vielleicht gibt es Leute, die mächtig sind, einflussreich sind, die was bewegen wollen, von denen hören wir einfach nichts. Aber Kennedy ist, glaube ich, so die letzte bekannte Person, die versucht hat, was zu ändern. Und wir wissen alle, wie es geendet ist.